Ja, hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter zum heutigen Video. Ich habe vorhin schon eine ganze Zeit lang aufgenommen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange die Kamera hier aufgenommen hat. Deshalb mache ich nochmal eine Anmoderation. Also, wo fahren wir heute hin? Wir fahren heute, wie es vielleicht schon in der Überschrift steht, zum westlichsten Punkt in Deutschland. Kurz vor Aachen an der holländischen Grenze. Ich hoffe, ich komme da hin wegen Corona und so. Nicht, dass die mich vorher schon abfangen. Dann gucken wir mal, wie weit wir wirklich kommen. Wie bin ich drauf gekommen? Andy Mancam ist mal im Winter zum nördlichsten Punkt in Deutschland gefahren. Was aber gar nicht der nördlichste Punkt ist, das habe ich nämlich hinterher mal nachgeguckt, als ich den westlichsten Punkt recherchiert habe. Der nördlichste Punkt ist woanders. Also, lieber Andy, wenn du das siehst, ich muss es dir mal schicken, dann wirst du sehen, dass du da gar nicht warst, dass du nochmal woanders hin musst. Aber man gibt ja wieder einen Grund zu fahren, ne? Was werden wir haben? Wir werden gleich ein bisschen Boot fahren. Dann werden wir ein großes Loch fahren. Eine alte Bekannte treffen. Die kennt ihr auch schon. Also ein altes bekanntes Fahrzeug, was aber nicht meins ist, sondern guckt es euch gleich mal an. Dann werden wir ein großes Loch reinschauen. Menschengemachtes Loch. Und dann werden wir ein bisschen so durch die Lande fahren, ein paar schöne Fotos machen und einen schönen Tag heute zusammen haben. Dann genießt es und habt ein bisschen Spaß dabei. Und ich bin heute unterwegs mit kurviger, extra kurvige Route, vermeide Hauptstraßen, vermeide Autobahnen, vermeide Schnellstraßen. Es war schon eine sehr schöne Tour jetzt gerade, weil hier Autobahnen zu vermeiden, das wird schon schön. Sind interessante Touren. Wenn ich immer mal die Nase so ein bisschen hochziehe, wundert euch nicht. Das mache ich nicht mit Absicht, das ist Allergie. Ich bin nicht krank oder so. Aber wie gesagt, ist nicht so schön. Lässt sich aber leider nicht vermeiden. Die Hase fliegt schon wieder, die Birke. Man tut sein Bestes. Ende Februar heute, wenn es ist echt schon warm, es sind 13 Grad. Eieiei. Es ist echt krass, wie warm das schon ist. Aber war schon voriges Jahr so. Da waren Ende, Mitte, Ende Februar 13 Grad, dann war es nochmal kalt, dann kam nochmal Schnee und dann war ab Mitte März schönes Wetter. Ja, das ist halt so, ne? Ich muss gleich mal noch die GoPro wieder anstecken, aber das kann ich gleich noch machen. Hier sind wir jetzt in Leverkusen. Vom Kalle. Ja, der Kalle, den habe ich letztes Mal gesehen, also Rainer Kallmund. Und habe ihn gar nicht erkannt und habe mir gedacht, das ist jemand anders. Der ist ja nur noch die Hälfte von dem, was er mal war. Ist aber gut für die Gesundheit, wenn man mal so ein bisschen abnimmt. Eine R6, eine neue. Ja, was habe ich heute an? Ich kleine Frostbeule, meine Lederkombi, warme Funktionsunterwäsche, winddichte Funktionsunterwäsche und hier diesen schönen Louis Hoodie. Damit mir nicht kalt ist, weil ich bin eine kleine Frostbeule. Alles unter 15 Grad friere ich.
Monheim, Monheim, Monem. Ja, wie gesagt, heute 15 Grad sollen heute werden. Rheinfähre Köln-Lange, ja genau, da wollen wir hin. Jetzt müssen wir erstmal hier diese schöne Umleitung fahren. Von der Kurviger natürlich nichts weiß. Aber gut, ne, es ist so. Ja, ansonsten hier Louis Touring-Handschuhe. Ja, und so wettertechnisch, wie gesagt, vor 2 Wochen war ich ja schon mal unterwegs. Das Video verlinke ich mal. Uchala. Verlinke ich mal oben rechts. Infobox. Dann war eine Woche lang richtig kalt. Minus 10 Grad draußen, gefühlt minus 15. Halber Meter Schnee. 2 Wochen, eine Woche lang. Dann hat es jetzt Sonntag hat's angefangen, wärmer zu werden. Angefangen zu tauen. Geregnet vor 2 Tagen. Also ganzes Salz alles weg. Und jetzt ist wunderschönstes Frühjahrswetter schon fast. Also sehr geil. Weil hätte es nicht geregnet, wäre ich nicht unterwegs gewesen, weil mein Motorrad und Salz. Ja, jetzt fahren wir gleich übers Wasser, weil wenn du eine Überquerung hier willst, ohne Schnellstraßen und ohne Autobahn, kannst du nur motorgetrieben, also einen anderen Motor fahren. Ne? Geradeaus, sagt er, ja. Naja. Das Boot ist natürlich wieder auf der anderen Seite. Wie sollte es auch anders sein? Aber gut, so ist das, ne? Köln-Chorweiler! Ja. Fährbenutzerfrei, ja, danke. Ja, jetzt heißt's warten. Für euch ist das Warten so 2 Sekunden, für mich wahrscheinlich 4-5 Minuten. Ganz schön viel Wasser drin. Habe ich schon leere gesehen. Hier war ich ja schon mit dem Fahrrad. Ich bin schon mit dem Fahrrad rüber gefahren mit der Fähre. Als ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, da drüben war ich schon essen. Mit meiner besten Sozia der Welt. Im Restaurant da. Das werden wir wahrscheinlich durchlassen müssen da. Den Kahn da. Der Kupfstück von Rotterdam. In Rotterdam war ja auch schon beim Hafen. Wenn du denkst, Hamburg ist groß, fahr mal nach Rotterdam in den Hafen, mach da mal einen Hafenrundfahrt. Da weißt du, was ein großer Hafen ist. Motor abstellen, Handbremse anziehen, Licht ausschalten. Ja, Handbremse habe ich keine.
Maskenpflicht, bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, ja. Hab ich ja, ne? Mit Visier vorne dran. Drei Minuten Wartezeit. 3 km/h fahren wir ja. Auf der anderen Seite vom großen rheinischen Wasser. Ja, wie gesagt, zur Fähre, hier war ich schon. So, da bin ich wieder, nachdem meine GoPro vorhin gestorben ist, weil ich sie vergessen habe, ans Ladegerät anzuschließen, was ich ja mit habe. Könnt aber noch ein bisschen gucken hier. Auf der Autobahn bin ich letztens noch lang gefahren. Ja, letztens, ja, vor einem halben Jahr. Oder so. Ob ich aus Frankreich wieder kam. Die Autobahn, die gab es bis vor. Bis in einem Jahr gar nicht oder zwei. Weil hier ist ein großes Loch gleich. Deswegen habe ich ja gerade noch mal. Kämmchen wieder angeschaltet, um euch das mal zu zeigen. Ich bin gerade schon an den ganzen Kraftwerken vorbeigefahren. Wie gesagt, ich weiß ja, wer die GoPro ausgegangen ist. Ich hatte es vergessen. Ich wollte es eigentlich noch gemacht haben. Naja, passiert. Jackerrad. Es ist alles. Also, das bleibt noch stehen, aber irgendwann weiterhin es ist alles weg. Fott! Was fott ist, ist fott! Ja. Danke, 300 Meter rechts halten, mach mal. Weil der kufige Navi da sagt. Ach so. Ja, genau, jetzt kommen wir hier an so einen Skywalk, was weiß ich hin. Da ist der Aussichtspunkt. Quasi in den Tagebau reingucken. Ja, hier, alter Schwede, ey. Aussichtspunkt Skywalk, ja. Tagebau Garzweiler, ja. Da hinten steht der Bagger. Alter Vater, ey. Schaufelrad mit 240 Kubik
240.000 Kubikmeter Tagesleistung. Mehr Schilder, da hinten kaputt. Oh, jetzt gehen wir mal dahin. Mit Helm an. Ihr könnt da quasi in den Tagebau reingucken. Lotsenstelle 3. Ja, Skywalk. Kannst du. Muss ein bisschen schwindelfrei sein? Ich war hier schon. Da kannst du quasi in den Tagebau reingucken. Wie tief das alles hier ist. Da. Überall Kohle drin. Hier die ganzen Förderbänder, alles. Da hinten stehen die Bagger irgendwo. Ein riesen menschengemachtes Loch. Schon krass. Ja, ich wollte ein paar Mal. So, aus, bis später. So, ich bin auf einer alten Bekannten zurück. Ich soll mal kurz was Probe fahren hier. Ich soll mal das ABS-Modul hören. Mir ist mit der Scheibe, die Windgeräusche sind zu laut. So, jetzt ist es leiser. Aber bis jetzt war ich vorne noch nicht im ABS, aber es muss man sich ja erstmal trauen, ne? Das Fiepen war normal. Ja, aber das neue Fahrwerk macht vieles besser. Ja, war wohl nix, wa? Aber da mir warm war. Also die Bäckerei macht um 2 zu. Es ist 14:15 und die Kaffeemaschine reinigt. Und da die 20 Minuten braucht, habe ich Pech gehabt. Müssen wir woanders einen Kaffee suchen. Naja, irgendwas ist immer. Rucksack ist zu! Ist ja nicht so, dass der vorhin auf war. Muss ich woanders hinfahren, wo sie mein Geld haben wollen? So, jetzt wird aber dafür mal meine ganze Lederkombi in voller Pracht. Es ist echt warm. Ja, fahren wir an der Tankstelle rein, wa? Und trinken da einen Kaffee. Die wollen doch bestimmt mein Geld haben.
Die Abel! Auch ein geiles Konzept, was Ducati da für Weine gestellt hat. Zwar nichts für mich, aber nicht übel. Oh, BMW RT mit allem dran. Ja, läuft bei dir. Oh, hier ist man aber sportlich schnell unterwegs. Danke. Na dann, Prost. Passiert euch das auch immer mal, wenn ihr losfahrt, dass ihr vergesst, ein Hemd zu machen? Bei mir so sehr regelmäßig. Oh, frisch gestärkt, ne? Weiter geht's. Ja, die Futterscheune. Ach, für Heimtiere. Geil. Jetzt. Ja, stimmt, wir kommen nach Holland. Gangelt. Dürft man aus den Nachrichten, eine schöne Mühle. Dürft man aus den Nachrichten kennen. Heute vor einem Jahr ungefähr. Boah, was nicht schön ist, ja, das ist so, ne? Haben wir das Beste draus gemacht. Alter! Richtig drin bin ich noch nicht, ey. Riecht aber auch nicht nach Land.
Süden! Ah ne, wir sind ja gar nicht in Norddeutschland. Schneller fahren. Ja, das ist klar, dass sowas in der Niederlande richtig gibt. Geile Karre. Westlichster Punkt Deutschlands, da steht's schon. Ach ja! Moped fahren ist immer, immer wieder geil. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Hier nochmal, westlichster Punkt Deutschlands. Weiter westlich geht's nicht. Da drüben ist schon. Kommt die mit den gelben Kennzeichen her? Ja, ich bin da. Andy, mach mir das nach. Ich muss dir das Video mal schicken. Oder dich verlinken. Da gehen wir jetzt hin und gucken es uns an. Andy,
Komm hierher. Ich zeig's dir. Ich bin jetzt raus, hier. Und dann gehe ich mal aus der anderen Kamera hin. Ich bin noch gar nicht am westlichsten Punkt. Ich muss noch weiterfahren. Hier ist nur der Dings. Also da drüben ist schon Niederlande. Ja, da fahren wir noch weiter. Auf den Parkplatz hier. Ja, Grenze, was soll's. Ah, hier steht's. Ach, das ist dazugekommen. Ist ja krass. Ach, deswegen war hier auch die Straße mal eine N. Also hier, das war alles mal Niederlande. Tüdern und so, wo wir vorhin durchgefahren sind. Gangelt. Minder gangelt. Und hier, hier oben sind wir. Aber ich fahre jetzt noch weiter. Da drüben ist Niederlande. Willkommen in der Niederlande. Ja, machen wir gleich. Gleich mal ein paar Fotos. Aber vorne ist erstmal noch an die richtig westlichste Ecke. Wer hat denn hier geparkt? Das Informationszentrum. Ach, da komme ich gar nicht hin, wa? Ja, ab in die Niederlande. Ja, nee, komme ich gar nicht hin. Da, wo der Punkt ist, da ist der westlichste Punkt Deutschlands. Wo die rote Ecke steht da. Wo der Posten steht. Weiter westlich geht's nicht. So, machen wir ein paar Fotos. Ja, Leute, bedanke ich mich fürs Zusehen bei dieser kleinen, schönen Saisonanfangstour. Lasst ein Like da. Kommentiert mal, wenn ihr was wissen wollt. Und abonniert meinen Kanal da unten. Ja, abonnieren drücken, schön. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt da halt einen Daumen nach unten. Aber haltet meinen Kanal am Laufen. Weil das ist das, was zählt beim YouTube-Algorithmus. Danke, ich bin raus für heute. Ciao!